Der Weg endet hier. Oh, fuck. Aber hier geht zumindest eine Straße. Oh ja, hier geht ein Weg lang. Doch, doch, hier geht ein Weg lang. Der ist eingezeichnet hier. Ja, ja, das passt schon. Ja. Sau stark. Boah, du Sau. Wir haben es also geschafft. Wir sind raus aus dem Wald. Andi ist so euphorisch, dass er direkt noch eine kleine Ehrenrunde dreht. Schöne Bäume. Saugeil. Und wir sind gleich wieder auf dem richtigen Set. Mit der Sonne und den Bergen im Rücken fahren wir jetzt noch die letzten paar Kilometer bis zu unserer Unterkunft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Was bitteschön war das denn für ein krasses Abenteuer? Das Bier heute Abend haben wir uns verdient. Du schaust glücklich aus. Ich bin glücklich. Danke. Guten Morgen. Hört ihr das? Ich glaube, das bedeutet nichts Gutes. So, jetzt ist aber eindeutig genug Trübsal geblasen. Wir sind ja schließlich hier, um Motorrad zu fahren. Wir haben extra unsere Regenklamotten mit und außerdem, wir sind ja auch nicht aus Zucker. Also, rauf aufs Bike und los geht's. Und irgendwie hat das ja auch etwas Mystisches, Besonderes, bei Nebel und Regen durch diese Landschaft zu fahren. Salamander, Salamander. Und da wir ja sowieso einmal von oben nass geworden sind,
können wir uns jetzt auch noch von unten nass machen. Und schon sind wir wieder mittendrin im Gemüse. Geile Meile! So wie es gestern aufgehört hat, geht es heute direkt weiter. Allerdings mit einem kleinen Unterschied. Heute ist der Boden nass und die Wege sind schlammig. Auch wenn es mittlerweile aufgehört hat zu regnen, macht es die Sache doch noch etwas interessanter für uns. Dieser Weg, den wir hier gerade fahren, der ist nicht Teil des Trans-Euro-Trail, sondern es ist einfach ein kleiner Abstecher durch den Wald, den wir uns bei einer Pause gesucht haben. Leider endet dieser hier in einer Sackgasse. Macht nichts, wir drehen rum und hatten trotzdem Spaß. Ha, das sieht geil aus. Kommst du klar? Ich komme! Hey. Unser Weg führt uns hinaus aus den Bergen, tiefer hinein in das Hinterland Sloweniens. Hier ist eine verlassene Straße Teil der Route, auf der schon längst kein Auto mehr fährt. Hey! Ho! Der Verkehr wurde vermutlich vor vielen Jahren mal umgeleitet und die ganzen Autos fahren jetzt dort unten. Zum Glück für uns. Oh, es wird eng jetzt hier. Parallel zur Autobahn führt dieser kleine Trail durch das Gebüsch. Es trennen uns nur wenige Meter von den Autos auf der Autobahn. Für ein paar hundert Meter ist unser Weg der gleiche und doch ist die Art der Reise eine völlig andere. Das nächste Mal, wenn ihr auf der Autobahn fahrt, könnte es also sein, dass direkt neben euch, hinter dem nächsten Baum, ein kleines Enduro-Abenteuer stattfindet, von dem ihr nicht mal erahnt, dass es gerade passiert. Irgendwie eine witzige Vorstellung, oder? Andi, wenn ich dir das Video zeige, du wirst im Erdboden versinken. Oder hier ist jetzt eng, wa? Au! Boah! Er ist im Helm hängen geblieben. Und jetzt stell dir mal vor, du hast hier rechts und links noch die Koffer drauf. Das macht keinen Spaß. In der Tat ist es jetzt schon das zweite Mal, dass wir froh sind, nur leichtes Gepäck und kein Koffersystem dabei zu haben. Das wäre hier richtig hinderlich gewesen. Herrlich, oder? Jetzt kommt die Sonne sogar noch raus. Ist das schön! Wow. Toll. Der Boden hier ist echt schlammig. Okay, das ist geil. Im Gegensatz zu den Schotterwegen im Wald besteht er hier aus Erde mit einer Schicht Lehm obendrauf. Stellenweise fährt es sich trotz Stollenreifen wie auf Schmierseife.
dir hier einer entgegenkommt. Angucken. Ich hatte es gerade hin und her geschmissen. Ich bin von der linken in die rechte, von dir wieder zurück. Mittlerweile ist die Sonne rausgekommen und brennt wieder vom Himmel. Sich mit 230 Kilo schweren Bikes über solche Wege zu kämpfen, ist definitiv anstrengender, als es hier im Video aussieht. Alter, ich schwitze wie ein Schwein, ne? Meine Regensachen, die ich immer noch anhabe, fühlte sich an wie in einer finnischen Dampfsauna. Meine Unterhose ist klitschnass. Aber diesmal definitiv nicht vom Regen. Zeit für eine Pause. So, und wenn du cool findest, was wir hier machen und du auch mal Lust hast, mit deiner Reise-Enduro Offroad durchs Gelände zu fahren, dann schau doch mal auf meiner Website www.erz-touren.de vorbei. Dort biete ich unter anderem geführte Enduro-Wanderungen bei uns hier in Deutschland an. Es würde mich sehr freuen, wenn wir demnächst mal zusammen eine Runde drehen. Jetzt geht's aber erstmal weiter. Ach so, den Link zu meiner Website stelle ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung. Und weiter geht die wilde Fahrt. So, wir haben uns die Gummipelle jetzt ausgezogen und fahren weiter. Mittlerweile sind unsere regennassen Handschuhe auch wieder getrocknet. Hier vor uns ist ein Stück, das richtig steil bergab geht. In Kombination mit dem Schlamm, dem dichten Gebüsch und der steilen Linkskurve direkt nach dem Abhang ist das keine gute Kombination. Unsere Vorderradbremse nützt uns hier auch einfach mal gar nichts. Die Räder rutschen einfach bloß. Rechts halten. Unser Tag neigt sich dem Ende. Der Trampelpfad wird wieder zu einem Waldweg. Der Waldweg wird wieder zu einer Schotterstraße. Und die Schotterstraße wird hier wieder zu einer Dorfstraße. Kurz vor dem Ziel hat es jetzt wieder angefangen zu regnen. Aber das stört uns eigentlich überhaupt nicht mehr, denn ein weiterer grandioser Tag geht damit zu Ende. Heute, an Tag 4, steht uns nochmal ein voller Offroad-Tag bevor. Laut unserer Karte erwartet uns nochmal ein Stück, das als technisch anspruchsvoll ausgewiesen ist. Wir sind schon richtig heiß drauf. Aber vorher müssen wir uns erstmal hier durch diesen Sturm kämpfen. Der Wind pfeift uns schon ganz ordentlich durch die Helme, aber die Aussicht ist trotzdem eine Pause wert. Oh, der Gegenwind ist aber gefährlich, ne? Hätte ich mir doch Regensachen anziehen sollen. Alter Vater! Hier wird es jetzt schon richtig grob. Die Steine sind teilweise so groß wie Kinderköpfe. Und alles ist hier ziemlich lose und es geht wieder einmal bergab. Unsere Motorräder, jeweils mit 21 Zoll großem Vorderrad, machen es uns aber denkbar leicht, hier nach unten zu rollen. Also auch wenn du denkst, dass das große Steinkanten sind, aber du rollst einfach drüber, ne? Der Abhang links runter ist auch schon wieder nicht ganz ohne, oder? Und gefühlt fahren wir auf dieser Tour irgendwie immer nur bergab. Ich glaube, jetzt kommen wir zu dem technisch anspruchsvollen Abschnitt. Und natürlich geht es wieder einmal bergab. Aber solche scheiß Straßen haben wir immer nur runter zu.
Hoch zu macht das mehr Spaß. Achtung, Donen quer rüber. Ja, wenn du das im Regen fährst hier. Ich wollte gerade sagen, wenn man das los ist. Das Fahren hier macht echt ziemlichen Spaß. Der Weg hier ist richtig tief ausgewaschen. An manchen Stellen fährt man wie in einer Röhre. Achtung, Stopp in der Mitte. Und in der Mitte müssen wir immer wieder diese Wasserrinne kreuzen. Echt geil. Das Schlimme ist, auf dem Video sieht man nicht annähernd, wie steil das eigentlich hier ist. Ich muss kommentieren, es ist sau steil. Es ist verdammt steil. 45 Grad. Es sind mindestens 45 Grad. Oh, ich habe das Gefühl, ich überschlage mich gleich. Oh, mit der Rille hier in der Mitte ist schon gut. Und du? Ich bin schon wieder da. Klong, 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 klong. Klong, 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 klong. Oh, weißt du, was wir hätten machen müssen? Wir hätten mal die Kamera hinstellen müssen und uns von außen filmen, wie wir fahren. Diese technischen Stücke runter, weil da haben wir noch nicht viele Videos. Ja. Aber ich will auch mal eine zurückgerollte Kamera. Für die Achterbahn, ne? Das ist cool hier. Holla! Achtung, Wurzel. Boah. Schalt mal an, Andi. Schalt mal an. Warum? Ich will das jetzt machen mit der Kamera. Gib mir mal das Stativ aus. Ich frage mich echt, wofür ich das an mir antue. Alles für die YouTube-Fangemeinde. Sag dir, wenn ich dafür keine 100 Millionen Klicks und Views bekomme. Ah, wirklich. Schön abgeparkt hier. Guck mal an, die kannst auch mal winken. So, auch nochmal, lauf ich nicht. Das ist steil! Wow! Das hat jetzt ein bisschen was zu surfen. Bis links, bis rechts. Ja, da wird's da Serpentine. Hoppala, hopp, das war nicht klar. Nein, das war nicht schön. Hoppala. Oh, oh, oh. Ui, da wird wieder eine tiefe Rille.
mache es nicht wie, genau rein. Da wird's matschig. Das war sie also, die technisch anspruchsvolle Sektion. Aber wir sind für heute noch lange nicht am Ende. Uns erwartet noch das ein oder andere Highlight. Weiter geht's. Ob das wirklich die richtige Entscheidung war, lassen wir uns überraschen. Hast du es drauf bei mir? Ja, ja. Aber wobei, deine Kamera ist relativ weit nach unten. Ja, ich glaube, das ist sehr aufwendig. Das ist jetzt ein Problem. Was? Oh. Oh. Vielleicht hätten wir doch davon recht. Nee. Ich hab da so ein ungutes Gefühl, Andi. Das kann aber nicht sein. Na, hier kannst du mit unseren Motorrädern nicht langfahren. Also hier oben ist ein Weg. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir versuchen, unten auf dem Trail jetzt rumzudrehen und wieder zurück zur Kreuzung zu fahren. Oder wir lassen die Motorräder da. Nee, wir lassen die Motorräder nicht hier. Wir versuchen hier den Berg hoch. Ich tue mich zu Fuß hier schwer. Alter, aber es ist schön hier. Schön hier. Wir haben uns jetzt entschieden zu wenden. Keine leichte Aufgabe bei diesen Temperaturen und in diesem Gelände. Wir sind extrem vorsichtig hier. Eine falsche Bewegung, eine Unaufmerksamkeit und unser kleines Abenteuer hier endet dort unten im Fluss. Etwas Wasser im Vergaser ist dann sicher noch das kleinste Problem, das wir dann haben. Also, schön aufpassen und Stück für Stück. Genau. Ja. Mit da. Wenn die jetzt anfangen zu kippen, halt die nicht, dann liege ich unten drin. Also soll die noch vorne gehen? Auf die Seite und hier festhalten. Hier, guck mal, hier ist ein Griff. Okay. Und. Ja. So. Das passt schon, da jetzt rechts hoch. Wo soll die hingehen? Hinten, gell? Weil da darfst du nicht runterfallen mit dem Hinterrad. Da kommen wir gerade in die Brücke. Hast du die noch? Hinten am Heck?
Genau, das Gewicht am rechten Fuß ist gut gegangen bei mir. Ja, was halt das? Okay, ein bisschen noch. Halber Meter hast du noch. Hast du noch. Hast du noch. Stopp. Passt. Ich halte dich da am Griff. Geht du? Ja, ja. Uff, geschafft. Wir biegen jetzt hier doch lieber rechts ab. Hey, ich komme! Ich habe eine Fliege verschluckt. Ich habe gebrüllt, ich komme, und beim ist mir eine Fliege direkt bis hinten in die Mandeln geflogen. Oh, ich brauche heute kein Mittagessen mehr, ich habe meine Portion Eiweiß jetzt weg. Und wieder haben wir ein kleines Abenteuer heil überstanden. Und wieder sind wir froh, nur mit ganz wenig Gepäck unterwegs zu sein. Unsere Motorräder sind wirklich schwer genug für solche Ausflüge ins Unterholz. Den Rest des Tages folgen wir jetzt leicht zu fahrenden Wegen durch herrliche Landschaften. Manchmal auf Asphalt, manchmal auf Schotter. Wir entscheiden uns dann für die Grenzstraße zwischen Italien und Slowenien, um wieder Richtung Norden zu fahren. Ein verschlafenes kleines Asphaltband schlängelt sich hier durch die Schlucht. Der Tag endet für uns dann kurz vor den Alpen, irgendwo in Norditalien. Hallo, Andi! Das war's ja aber noch gar nicht. Noch sind wir ja gar nicht wieder zu Hause. Heute, an Tag 5, überqueren wir die Alpen zurück von Süd nach Nord. Zum Frühstück gibt es erstmal die restliche Pizza von gestern Nacht. Mahlzeit. Besser kann man doch eigentlich gar nicht in den Tag starten, oder? Per Zufall haben wir im Vorfeld unserer Tour diesen kleinen Schotterpass hier gefunden, der uns zurück über die Grenze nach Österreich führt. So, und wir sind hier in Österreich.
Immer wieder wechselt sich loser Untergrund mit diesem komischen Kopfsteinpflaster ab. Es ist nicht sehr angenehm zu fahren, das könnt ihr mir glauben. Wer hätte denn gedacht, dass es solche Pässe in Österreich noch legal zu befahren gibt? Es ist grandios. Wir erreichen nun unser letztes Highlight der Reise. Wir steuern geradewegs auf den Großglockner zu. Mit jeder Kehre, die wir uns nach oben schlängeln, wird es immer kälter. Andi ist schon halb am Erfrieren, aber die Aussicht entschädigt direkt wieder. Diese beiden hier versuchen ein Murmeltier unter ihrem Auto hervorzulocken. Na dann, viel Erfolg! Oben angekommen ist uns so kalt, dass Andi seinen Lenker mit Griffheizung gar nicht loslassen will. Und ich meinen Lenker ohne Griffheizung nicht mehr loslassen kann. Die Temperaturen liegen knapp unter dem Gefrierpunkt und es hat tatsächlich angefangen zu schneien. Aber diese Aussicht muss jeder Motorradfahrer einmal in seinem Leben erlebt haben. Das war sie also, unsere Reise. Insgesamt waren wir 6 Tage unterwegs, sind ca. 2500 Kilometer gefahren, haben dabei zusammen 250 Liter Superbleifrei, 20 Liter Bier und 1,5 Liter Motorenöl verbraucht. Die Kosten pro Übernachtung haben meist so zwischen 20 und 50 Euro für uns beide variiert. Die nächste Tour ist übrigens auch schon geplant. Im Mai diesen Jahres setzen wir unsere Tour ab der kroatischen Grenze dann fort. Geplant sind dann 10 Tage Enduro-Wandern, quer durch Kroatien und durch Bosnien. Wir nehmen unsere Kameras wieder mit und ich werde es für euch, aber auch für uns und für die Ewigkeit in einem schönen YouTube-Video zusammenschneiden. Vielen Dank an alle fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.